Guten Abend. Wir begrüßen herzlich Guido Kanz. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Diverse. Schön, dass Sie heute alle gekommen sind. Und Sie können sich vorstellen, dass RTL so eine Riesenpressekonferenz hier nicht einberuft, um Ihnen mitzuteilen, dass morgen Dienstag ist. Nein, ich habe die große Ehre, Ihnen eine Weltsensation zu verkünden. Und bevor ich das jetzt tue, haben Sie jetzt noch mal die Möglichkeit, hier ein paar Fotos zu machen. Denn ich kann Ihnen versprechen, danach werden Sie definitiv nicht mehr in der Lage dazu sein. Wo fangen wir an? Hier drüben, ja. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ach so, jetzt habe ich die Sensation vergessen. Ein Wahnsinn. RTL hat sich entschieden, einen seiner großen TV-Klassiker wieder aufleben zu lassen. Und ich habe die Freude und Ehre, diese legendäre Show zu moderieren. Ja. Und bevor Sie jetzt wild rumspekulieren, ja, ich übernehme nicht die Neuauflage der Talkshow Bärbel Schäfer. Obwohl es frisurentechnisch ganz gut gepasst hätte. Ich werde auch nicht Germany's Next Hans Meiser. Nein, es kommt noch besser. Bereits in 10 Tagen am 3. Februar, bitte merken, direkt nach dem Dschungel, präsentiere ich nach 17 Jahren erstmals wieder den Comedy-Kultklassiker des deutschen Fernsehens. 7 Tage, 7 Köpfe! Und die Besetzung ist spektakulär. 7 Tage, 7 Köpfe. Das ist nicht nur eine Show, das ist ein Versprechen. Ja, Sie können sich wie damals auf die besten Gags zu aktuellen Themen freuen. Und mittlerweile lachen wir natürlich nicht mehr über Elchtests, Tamagotchis oder Boris Becker. Nein, es geht um Twitter, um Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und um Boris Becker. Also, am 3. Februar geht es los, direkt nach dem Dschungel. Und damit toi 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 und guten Appetit nach Südafrika. Danke.